den Fahrradalltag spielerisch erfahren, Kontrolle über das Rad, Interaktionen und Kommunikation mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen, Ausweichmanöver sicher meistern. Diese Kombination lässt sich ausgezeichnet beim Fahrradfußball erlernen. Und so funktioniert es. Zwei Mannschaften mit je maximal 3 RadlerInnen spielen gegeneinander auf ein Tor. Gezählt werden die Ballkontakte mit dem Rad und die erzielten Tore. Wer absteigt, dessen Team bekommt jeweils einen Minuspunkt. Das Spielfeld sollte nicht zu groß gewählt werden, damit die Geschwindigkeiten nicht zu hoch werden. 10 Minuten Spielzeit sind für den Anfang ausreichend. Der Ball darf mit dem Vorderrad, den Füßen oder dem ganzen Rad angespielt werden. Die meisten Punkte erzielt natürlich die Mannschaft, die nicht nur viele Tore schießt, sondern ihre Fahrräder auch am besten beherrscht.